Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Och nö, wir spielen in den Master Protoss. Das muss doch jetzt nicht sein, oder? Wahrscheinlich bekomme ich. Nein, ich bekomme auch Protoss. PvP. Naja, vielleicht haben wir Glück und er ist nur mit seiner Off-Race unterwegs und er ist gar nicht Master. Das wird ja dann nicht angezeigt im Bildschirm vernünftig. Naja, mal schauen. PvP auf jeden Fall. Oh, ich hätte vorne wallen sollen. Naja, wir machen Stalker Opening. Into Phoenixes. Blink. Problem ist, mit Blink hat man immer so ein richtig kurzes Timing-Fenster nur, wo man was machen kann. Ich glaube, ja, machen wir Blink. Erstens hat man dieses kurze Timing-Fenster und zweitens gibt es ja Shield Batteries. Und damit ist der Predator Build damit auch immer erledigt. Aber wir können hier eigentlich ganz gut reinblicken. Ich glaube, das ist die Map übrigens, auf der hier gepatcht wurde, genau. Man hat hier so einen Cliff hinzugefügt. Das habe ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen gesagt. Hö, war das schon immer da? Nein, war es nicht. Man hat hier einen Cliff hinzugefügt, damit der Reaper hier hochkommt. Oder war das Cliff schon da? Auf jeden Fall hat man hier das extra nochmal, ja, farblich quasi hervorgehoben, wo dann dieses Cliff ist. Damit man das ein bisschen besser einordnen kann. So, wir müssen mal gucken, ob wir geproxied werden oder gecanrushed. Eins von beiden. Da kommt eine Probe auf jeden Fall. Nee. Aber nicht, so wie es aussieht aktuell. Wir dürfen natürlich jetzt nicht den Pylon verschlafen. Das wäre durchaus fatal. Ist übrigens zurückgefahren mit seinem Worker. Also hier wieder hin. Was haben wir denn hier? Gateway, Core, zweites Gateway. Zwei Gas, alles klar, ganz normal, also bisher. Nee. Du musst hier hin. Wir brauchen mehr Mineralien. Einen hier hin. Also wir sparen uns den nächsten Stalker an. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Zweites Stalker kommt leider ein bisschen spät, aber das passt sogar eigentlich ziemlich gut. Die haben es auf unsere Sonden abgesehen. So, man hat Adepten gebaut. Okay. Er wird dann shaden, das ist klar, aber wir versuchen ihn frühzeitig hier schon zu erwischen. Okay, das ist unschön. Dafür reicht die Energie nicht. Das ist noch unschöner. Ich bin hier in den Schatten. Wie ihr befehlt, Feuer. Wir sind eins mit dem Schatten. Ich bin die Stimme der Finsternis. Tötet es! Nein! Der kommt ernsthaft nochmal. Ja, ist halt ein Master Protoss, ne? Uns fehlen Mineralien. Forschung abgeschlossen. So. Ja, wir werden natürlich vorne nichts ausrichten können. Er hat halt sehr, sehr gut geschadet. Es gibt Leute, die das deutlich schlechter machen. Also zu anderen Timings und dann wäre da genau mein Ziel durchgekommen. Okay. Shield Battery ist schon durch. Das ist eine Robo. Das ist halt viel weiter als meine, ne? Wir brauchen mehr Mineralien. So, wir gehen nicht auf Blink. Ja, klar, lauft verschiedenste Wege. Das ist immer sehr, sehr sinnvoll, sowas zu machen. Ja, das bringt uns nichts. Er hat eine Ruhe. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. So.
Energie. Wir brauchen mehr Mineralien. Halt noch einen Stalker mit dazu. Uns fehlen Mineralien. So. Okay, so. Wahrscheinlich nimmt er sich die dritte. Wir brauchen mehr. So, die Templari. Wir. Fertig. Das machen wir aber nicht. Wir machen einen Two-Base-Push. Wir brauchen mehr Mineralien. Uns fehlen Mineralien. Was wir nicht haben, ist eine Robo für Nwop in vorne. Das ist ein bisschen blöde. Jetzt sollten wir sie doch nochmal eben schnell holen. Wir sind sowieso spät dran. So, wir müssen eben sowieso noch ein paar Probes haben, um hier eben komplett durchzukommen. So. Schön wäre natürlich, wenn er uns angreifen will. Wir hätten, glaube ich, ganz gute Chancen mit zwei Shield Batteries. Aber den Gefallen wird er uns sicherlich nicht tun. Frage ist, geht er auf frühe Disruptor? Das wäre gut gegen uns. Oder auch viele Immortals, das wäre okay für uns. Oh, scheiße. Okay. Noch Prisma. Ich hoffe, ohne die Tees. Ohne zusätzliche Pylonen wird das nichts. Was ist euer? Ah, das war schön. Hier ist vorne. War ein guter Plan, den er da hatte. Mich dort abzulenken. Aber glücklicherweise nicht so geklappt, wie er sich das erwünscht hat. Weil sein Morphus mal gestorben ist. Warum bleibt die Hälfte hinten stehen? Das ist unschön. Der Mineraliencluster gibt nichts mehr her. Ein schönes Micro. Aber allein das reicht hier schon. Cluster ist erschöpft. Das kann. Mein Leben für Ajur. Niemand wird verschont. Was ist euer Beginn? Aber schön. Okay. Hatte der eine Echse? Hat er gar nicht. Interessant. Ja, er hätte sicherlich viel machen können, wenn das Warp mal durchgekommen wäre. Aber da standen glücklicherweise meine Stalker und die haben das erste Mal gesehen. Also er wollte halt die klassische Schule machen. Hier reinwarpen, damit ablenken und dann vorne reinlaufen. Und wenn das nicht klappt, hier dann halt die Armee ziehen und dann vorne durchpushen. Also eben meine Aufmerksamkeit splitten. Das war eben der klassische Plan, den man eigentlich gerne macht in StarCraft 2. Glücklicherweise standen da meine Dingens in Position. Ist der Masterspieler als Protoss? Okay, er hat MMR von Diamant 2. War allerdings 5-mal Master. Hat er MMR getankt? Er ist Master mit Protoss. Mit einem Bonuspool von 4,2,9,4,9,6,5,1,5,2. Das glaube ich nicht, Tim. Das ist wohl ein Übertragungsfehler. Da sind wir wahrscheinlich bei 0. Oder da hat er irgendwas komisch gerechnet hier. Der StarCraft 2 Calculator hier. Mal wieder irgendein Fehler, der da einprogrammiert wurde. Weil ich glaube nicht, dass dieser Bonuspool dort so vorhanden ist.
Ja, naja. Es ist tatsächlich seine Main, weil mit den anderen ist er nur Diamant platziert. Das ist interessant. Master 1 war ja sogar mit Rang 76. Interessant. Sehr interessant. Aber mit diesen Worten würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Sie ist etwas kürzer. Ja, das gebe ich zu. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und ich schaue beim nächsten wieder vorbei. Ich muss ein paar Folgen vorproduzieren, deshalb, ja. Ist es manchmal ein bisschen so, dass sie nicht ganz so lang sind diesmal. Aber ich denke, das werden wir in einigen Folgen wieder drin haben. Keine Angst. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken. Unten rechts ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.